Prince Charming. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich 15 und auf einer Hausparty. Alarmierenspaß, nur heartbroken Basti leidet. Die Situation einfach tut mir sehr dolle weh, dass ich halt nicht so sein Einziger bin. Das ist er wirklich nicht. Spannungstechnik. Spannend. Der Prinz hat Luda Leon im Visier. Bei Leon ist mir ein bisschen aufgefallen, dass er sehr viel Drang hat, sich darzustellen. Das ist für mich schon ein Störfaktor. Ich brauche jemanden, der irgendwie ein bisschen kaputter ist fast. Meine kurze Zusammenfassung der Folge 6 und Zusammenfassung der Folge 7 in lang. Danke, danke, danke. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. In Folge 6 gab's ein Gruppendate, nennen wir es mal so. Aber ohne Fang und Vögelfuchs Fabian. Wenn Fabian nicht mit uns möchte, dann machen wir das untereinander aus. Oh, ich auch! Wir haben uns nicht geküsst, wirklich nicht. Das fragen mal die anderen. Aber auch der Prinz ließ seine Zunge nicht im Stillstand verharren. Ich will noch ein bisschen mit dir quatschen, wenn du Bock hast. Oh, there's a kiss. Felipe bekam sogar das Update in die Charming Villa. Mit dem kann man irgendwie auch ein bisschen zweideutig sprechen und der rafft es auch sehr schnell. Also das gefällt mir, es macht Spaß. Ich hinterfrage jetzt halt gerade alles. Plötzlich ist ein Kuss gar nicht mehr viel wert. Schätzchen, das nennt man Inflation. Ich freue mich, die Jungs in der Happy Hour zu sehen. Und ja, vielleicht gibt's mal noch ein bisschen Geknutsche heute. Und auch Broken Heart Basti will knutschen. Doch plötzlich, der Prinz erinnert sich. In dieser Sendung geht es nicht nur ums Knutschen. Nicht nur, aber hauptsächlich doch. Und ums Fummeln. Ja, können wir jetzt ja. Kriege ich keine Küsse? Das war jetzt 30 Sekunden. Wir wollen uns ja beide besser kennen, ja. Nein, doch. Ja. Du willst auch nur knutschen, ne? Du kommst auch nur die ganze Zeit mit diesen. Und der Fang- und Vögelfuchs ist immer noch on fire. Sehr hot. Das Tollhaus des Fuchses mussten verlassen diese zwei. Wir deswegen leider die Krawatte ab. Ich hab dich aber ins Herz geschlossen. Ich dich auch. Doch leider haben sich bei mir keine romantischen Gefühle entwickelt. Und ich musste deshalb leider die Krawatte abnehmen. Zwei sind raus, einer zieht ein. Zumindest für eine Nacht. One Night Stand. Was geht denn hier? Flaschen drehen mit Übernachtungsdate im Angebot. Und jetzt sind wir schon in Folge 7. Benvenuti ragazzi. Natürlich ist das cool. Wenn der Fabio jetzt dann da ist, dann kann ich bestimmt nicht schlafen wieder. Doch das ist das kleinere Übel. Und Problemo piccolo. Oh, ich hasse mich, weil ich mich gerade nicht freue. Was? Weil ich mich gerade nicht freue. Nicht? Ich find's ja süß. Ja, ich wollte nicht Flaschendrehen spielen, weil ich keinen Bock hatte, dem Fabio beim Knutschen zuzugucken. Ja, das kann ich dann schon verstehen, wenn sich Gefühle entwickelt haben und man sieht, wie der Fang- und Vögelfuchs da fröhlich vor sich hin fummelt. Ja. Und da geht sie dann noch los, die Rumrummelei. Prince Charming. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich 15 und auf einer Hausparty. Die Situation einfach tut mir sehr dolle weh. Ich liebe das Sleepover. Ich finde das super, dass der Fabian da ist. Aber nicht nur im Haus wird rumgemacht. Wofür hat man ein Jacuzzi? Entspannungstechnik, die vor allem die Zunge entspannt. Die Szene in Hot Top war hot. Ja, ich würde da gerne an Tims Stelle sein. Zumindest fällt noch ein gute Nachtkuss für Broken Heart Basti ab. Schlaf gut. Nichts Böses hier machen. Nein, nein, nein.
Man merkt so richtig, wie dem Pfummelfuchs das Ganze gefällt da mit seinem Harem, ne? Ich glaube, so eine Gay-Variante der Playboy-Menschen wäre sein Traum. Ich bin ja total kaputt jetzt, so das Bett neu anziehen für den Herr. Ja, sehr lieb, vielen Dank. Ich glaube, ich kotze gleich, ich kotze gleich. Ja, dann kotzt doch. Er kotzt, woanders wird gekuschelt. Aber auch immer so schwer ist, in den Schlaf zu finden. Spannend. Wie intensiv das Ganze jetzt noch wurde, bleibt uns verborgen. Also ich glaube schon, dass da noch was unter der Decke abging. Ich kann es mir nicht anders vorstellen bei unserem Fangfummel und Vögelfuchs. Ja, aber innerhalb der Sendung gab es dann einen Cut. Wir erfahren also nicht, was unter der Bettdecke passierte. Und wir sind dann am nächsten Morgen. Ohne Latte. Fabian steckt mit Tim unter einer Decke. Süßes Gefühl, neben Tim aufzuwachen. Einfach tut mir sehr dolle weh, dass ich halt nicht so sein einziger bin, der einzige Schatz. Ja, kaum drin im Tag, springen wir auch schon zum nächsten Gruppendate am Strand. Schön mit den Männern grillen. Bei Leon ist mir ein bisschen aufgefallen, dass er sehr viel Drang hat, sich darzustellen. Und mir kommt es nicht authentisch rüber. Das ist für mich schon ein Störfaktor. Du bist schon so ein bisschen der Darsteller im Haus, habe ich das Gefühl, oder? Ja, ich mag es halt auch. Es ist ja auch immer eine TV-Show. Ist ja irgendwie auch klar, dass sich da jeder profilieren will, darstellt von seiner besten oder vielleicht auch, um aufzufallen, von seiner verrücktesten Seite zeigt. Außer vielleicht Johnny. Okay. Wow. Dem ist das Buffet dann doch wahrscheinlich wichtiger als Sendezeit. Also, mir fällt es halt auch super leicht, Leute zu unterhalten einfach. Aber entertaining macht Spaß. Ich fühle mich schon unterhalten. Teilweise, muss ich aber auch ehrlich sagen, finde ich es ein bisschen too much so für meine Verhältnisse. Also ich finde, ich weiß nicht immer, wie authentisch du dann auch unterwegs bist in dem Ganzen. Also vielleicht bist du es auch voll du, es kann auch sein. Aber manchmal denke ich mir so, es ist ja auch eine gewisse Darstellungsebene. Warum sucht man Frau Beate sonst im TV nach Liebe? Er kann mich einfach nicht verstehen. Er meint, ich bin jemand, der entertain und gerne Sprüche klopft und da auch gut in der Gruppe wahrscheinlich mit ist. Aber er kann nicht ganz greifen, wer ich als Person bin. Komm, wir gehen stürmen. Ja, ne, wie gesagt, irgendwie ist doch da jeder ein bisschen will Attention von den Kameras, vom Prinzen. Und ist das jetzt vielleicht auch nur ein Versuch von Fabian, ich weiß nicht, angespitzt durch die Redaktion oder auch nicht, jetzt einen Grund zu suchen, damit man Luda Leon rauswirft? Oder ist der Fang- und Vögelfuchs einfach ein bisschen eifersüchtig? Ist ein bisschen, ja, pikiert darüber, dass der Leon so wild rumzüngelt und im Zentrum dieses ganzen feuchtfröhlichen Abends war? Hat er Angst, dass man ihm seine Sexshow stiehlt? Über Familie geredet. Mhm. Und was ich eigentlich gar noch nicht weiß und was mich sehr wundern würde, ist, ob du eine Familie gründen möchtest. Ob ich eine Familie gründen möchte? Ja. Grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen. Naja, also ich glaube, dieser Fang- und Vögelfuchs lässt sich nur in einer offenen Beziehung halten. Ja, kommen wir jetzt zum Thema Heirat. Ja. Mhm. Ich finde aber schon, also muss man ein bisschen diskutieren, warum man das macht. Es gibt halt auch roughe Zeiten und man verspricht sich nochmal extra krass, dass man halt bereit ist, da nochmal durchzugehen. Und Basti muss jetzt erstmal durch sein Einzeldate. Ich war heute wieder ein bisschen zurückhaltend, obwohl ich mir was anderes vorgenommen habe. Ich glaube, du hast so ein Bild von mir, dass ich so ein bisschen ein emotionales Wrack gerade bin. Aber so bin ich eigentlich gar nicht. Beim Leon hat das Gesagte, die Worte des Prinzen, dann doch Spuren hinterlassen. Beim Selbstdarsteller, der alles reiten kann. Ich meine, ich stelle die Kompatibilität zwischen mir und Fabian ja schon seit einer ganzen Weile in Frage. Und ich glaube nicht, dass wir uns das geben können gegenseitig, was wir brauchen. Jetzt die wichtige Frage. Was braucht man mehr? Bettwäsche oder den Fangfuchs? Du kannst die Bettwäsche mit nach Hause holen. Ich hole ihn mit nach Hause. Den Bettwäsche kann ich dir gerne mitgeben. Wirklich? Würdest du ihn mit nach Hause nehmen? Wirklich? Du nicht? Ich hab dich gefragt. Ich frag dich jetzt. Ich sehe euch zwei so gar nicht irgendwie. Nee.
Also von den Ganzen sieht er überhaupt keinen mit dem Fang- und Vögelfuchs auf lange Dauer zusammen. Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass er sich vom Kandidaten, also vom Endkandidaten, der es ins Finale geschafft hatte und quasi Gewinner des Fuchses wurde, dass er sich von denen ja auch schon wieder längst getrennt haben soll. Ich glaube, jeder hat begriffen, dass es hier langsam zu Ende geht. Leon und ich, wir würden sehr gern, auch wenn es nur ganz kurz ist, mit dir reden. Verlassen die Ratten das sinkende Schiff? Wenn es bei manchem nur für Freundschaft reicht, hat das auch einen Wert. Vielen Dank für die Ehrlichkeit erstmal. Das glaube ich ja. Aber ich glaube auch für mich so, dann wäre es, glaube ich, eher eine platonische Ebene. Ja, und auch mit Luda Leon stimmt die Chemie nicht. Ich glaube halt, du bist ultra komplexe Personality. Und jetzt habe ich ja auch diesen direkten Vergleich mit den anderen, wo ich halt sehr schnell die Zunge in den Hals bekam. Zumindest ein bisschen Glaube, so Persönlichkeitsstrukturen zu durchdringen. Und So interpretiert Leon des Prinzen Abfuhr. Was du meinst, auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, da nicht so ganz so leicht zu durchschauen bin. Und ohne dir damit jetzt so nahe treten zu wollen, ich glaube, ich brauche jemanden, der irgendwie ein bisschen kaputter ist fast. Vielleicht brauchst du auch nur einen normalen Typen, in den du dich einfach richtig verknallst. Vielleicht muss er gar nicht so gestört sein. Ich guck dann so in deine Augen, da ist es so viel Tiefe irgendwie drin. Da ist, glaube ich, irgendwie ein ganz krass großer Mensch dahinter. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich kenne dich noch nicht so richtig. Da drinnen kennst du keinen wirklich, höchstens ein paar Körperteile. Welche Körper müssen diese Folge verlassen? Und wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute. John, du verdienst jemanden, der deine Einzigartigkeit versteht. Aber wenn einfach der Vibe oder irgendwie das gewisse Etwas fehlt, dann kann man das auch nicht erzwingen. Ja, habt ihr auch schon von diesen Gerüchten gehört, dass der Fangfuchs seinen Gewinner quasi direkt nach dem Finale schon wieder entsorgt hat und jetzt wieder rumzwingert? Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Und wie fandet ihr das jetzt mit Leon? Fandet ihr auch, dass wurde jetzt irgendwie einen Grund gesucht? Man muss ja irgendwie aus dem Langsam gehen einem ja die Begründungen aus, warum man die Leute rauswirft, ne? Was sagt ihr zu dem Ganzen? Kommentieren, abonnieren. Ciao, ragazzi. Schöner Abschluss vom Tag. Echt nochmal.